Sehr geehrte Damen und Herren, Pilotinnen und Piloten, liebe Flugsportfreunde, ich darf Sie im Rahmen des Season Opener 2022 begrüßen. Erstmals möchte ich Ihnen einen Einblick in die Arbeit des RCC Wien, also des Rescue Coordination Center Vienna, geben. Mein Name ist Vinzenz Mittel und ich bin Mitarbeiter des RCC in der Luftfahrtagentur. Zuerst möchte ich Ihnen einige wenige rechtliche und vertragliche Vorgaben betreffend Search and Rescue aufzählen. Zuallererst gilt für alle Länder wie für uns der Artikel 25 der Chicago Convention. National gilt für uns natürlich das Luftfahrtgesetz sowie die ZNV aus 2007. Einige Verordnungen der EASA regeln die Pflicht zur Einrüstung bzw. Mitnahme von Notsendern ebenso. Das ist auch in den Luftverkehrsregeln so verankert. Die RCG hat Vereinbarungen mit unserem Partner Cospas SASAT Toulouse getroffen. Die Republik und auch das RCC Wien hat Abkommen bzw. Vereinbarungen mit den Nachbarländern und benachbarten RCCs. Das RCC Wien ist der SAR Point of Contact für Österreich. Bezüglich Einrüstung von Notsendern darf schon eingangs festgehalten werden, dass Österreich nicht als ausgewiesenes schwieriges Suchgebiet gilt. Daher gibt es natürlich auch Ausnahmen zur Einrüstung. Sie sehen, die Tätigkeit ist international geregelt. Zuständig für Österreich ist die ACG. Wie funktioniert jetzt das System Search and Rescue in Österreich? Die Suche und Lokalisierung ist bei der RCC angesiedelt, während Rettung und Bergen über die Landeswarnzentralen organisiert wird. Die Alarmierung findet meistens über die Flugsicherung statt, Suche und Lokalisierung durch das RCC. Bergung und Rettung nach Detailinformationen an die Landeswarnzentrale wird durch externe Dienste gemacht. Sie sehen, das System verlangt eine enge Zusammenarbeit aller beteiligten Organisationen. Das RCC ist im Kontrollturm Wien-Schwechat angesiedelt. Der Dienst steht täglich 24 Stunden zur Verfügung. Unsere Kollegin Linda Preselmeier gibt uns jetzt einen kurzen Einblick in die wesentlichen für uns verfügbaren Datenquellen sowie in die vorhandenen Software-Tools. Und Sie werden sehen, dass eine Verknüpfung von Daten im Idealfall sofort Aufschluss über den Verbleib eines Luftfahrzeuges führen kann. Guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren. Willkommen in der RCC Wien, dem Rescue Coordination Center in Wien-Schwechat. Ich möchte Ihnen gerne unseren Arbeitsplatz ein bisschen vorstellen. Das ist unsere Notsender-Empfangsstation, das AMATIS-System. Wann immer ein ILT oder BLB aktiviert und vom Satelliten empfangen wird, erhalten wir im RCC von der für Österreich zuständigen Zentrale in Toulouse in Frankreich auf diesem Bildschirm eine Meldung mit allen wesentlichen Details wie Kennzeichen und gepeilte Position. Diese im Idealfall sofort präzise gepeilten Koordinaten können wir unmittelbar in Google Earth einsetzen. Damit ist meistens sofort eine Zuordnung zu Örtlichkeiten wie Flugplätzen etc. gegeben. In diesem Fall liegt die gepeilte Position ca. 1 Kilometer nordöstlich vom Flugplatz Mariazell. Ist der empfangene ILD nicht korrekt in die Datenbank eingepflegt, können wir trotzdem zum Beispiel mittels Hexcode aus unserer ILD-Datenbank das Kennzeichen und somit den Halter eruieren. In der Austrokontroll-Notsender-Datenbank sind ca. 2100 Notsender gespeichert. Dazu gehören jedenfalls auch die Notfallskontakte mit den entsprechenden Telefonnummern. Hier das ACG Live-Radarbild von Österreich und dem angrenzenden Ausland.
Der große Vorteil dieses Systems besteht darin, auch Stunden und Tage nach einem Vorfall den Flugweg noch im Detail recherchieren zu können, also ein Replay machen zu können. Über FlightRadar24 und ähnliche Software-Tools erhalten wir auch FLARM-Daten, wo wir transponderlose Flugzeuge wie Segelflieger orten können. Über den nächsten Rechner haben wir Zugang zur österreichischen Flugplan-Datenbank, auch mit Zugriff auf die Flugplan-Daten, die mehrere Wochen zurückliegen. Ist ein Flugzeug überfällig, lässt sich über die Telefonnummer des im Flugplan eingetragenen Piloten oft sofort Gewissheit über den Verbleib des Luftfahrzeuges herstellen. Haben wir keine Telefonnummern verfügbar, finden wir diese zumeist in einer Pilotendatenbank. Im Bild sehen Sie eine von mehreren Telefonanlagen. Dadurch haben wir eine Schnellverbindung zu Flugplätzen, Landeswarnzentralen, angrenzende RCC-Units, Flugsicherungsstellen, Einsatzeinheiten wie Militär oder Flugpolizei. Danke, dass Sie uns durch die RCC begleitet haben. Auf Wiedersehen, schönen Tag. Nun kommen wir zum Thema, wer unterstützt uns bei der örtlichen Suche. Über die Landeswarnzentralen werden wir bevorzugt bei der Suche durch die Hubschrauberbesatzungen der österreichischen Luftstreitkräfte unterstützt. Dann natürlich auch durch die Hubschrauber der Flugpolizei im Innenministerium. Das ACG eigene Flächenflugzeug OEBAX wird ebenso, wo es lokal zweckmäßig ist, zur Suche eingesetzt. Auch mit privaten Flugrettungseinheiten haben wir Verträge für Sucheinsätze. Bodenpeilungen durch die Funküberwachung sowie eigene Peiler werden, wo es möglich ist, ebenso eingesetzt. Nicht zu vergessen die schon angesprochene Radarrecherche bzw. auch Handyortung der Polizei. Sie sehen, Search and Rescue ist Teamarbeit. Wer sind jetzt unsere Retter? Das sind natürlich die Blaulichtorganisationen des Landes, Feuerwehr, Bergrettungsdienste, wo verfügbar, oder die Alpinpolizei und natürlich auch Sanitätsdienste über die Alarmierung durch die Landeswarnzentrale. Also kurz zusammengefasst, die Rettungsorganisationen retten und bergen. Was löst nun im RCC Recherchen und Suchaktionen aus? In den allermeisten Fällen sind es Überfälligkeiten aus dem Flugplan, sogenannte Overdues. Weiters natürlich Abhängigkeitsmeldungen bzw. Notsendermeldungen von Satelliten oder aus höher fliegenden Flugzeugen. Auch Zeugenbeobachtungen lösen immer wieder Suchaktionen aus. Das RCC trifft die Entscheidung, welche Alarmstufe gegeben ist. Kurz nun zu den international gültigen Kriterien für Alarmstufen. Alarmstufe 1 in CERFA, die Ungewissheitsstufe. Diese ist aktiv, wenn 30 Minuten nach einer fälligen Meldung eine solche nicht einlangt. Oder das Luftfahrzeug innerhalb von 30 Minuten nach der voraussichtlichen Landezeit nicht gelandet ist und wir keine Information über den Verbleib des Flugzeuges haben. Alarmstufe 2, die Bereitschaftsstufe oder im Englischen Alerfa genannt. Nachforschungen verlaufen ergebnislos. Oder das Luftfahrzeug ist 5 Minuten nach der Landefreigabe nicht gelandet. Oder die Betriebssicherheit im Fluge ist beeinträchtigt. Nun zur Notstufe der TRESFA, das ist die höchste Alarmstufe. Die Nachforschungen in den vorhergehenden Alarmstufen sind ergebnislos verlaufen. Der Treibstoffvorrat ist aufgebraucht, das wissen wir aus Flugplandaten. Oder eine Notlandung ist wahrscheinlich oder bereits durchgeführt. Alarm heißt für uns Recherche, Kommunikation und Koordination.
Nun, welche Suchmethoden haben wir zur Verfügung? In der kurzen Einführung in das RCC haben Sie die wesentlichen schon kennengelernt. Noch einmal zusammengefasst, Flugplanrecherchen bzw. Peilungen durch Satelliten, wir kommen später dazu. Eine Auswertung von Radarspuren. Flugwegrekonstruktionen aufgrund von FLAM und Transponderdaten. 121,5 Suchflüge mittels Peilflugzeugen. Bodenpeilungen durch die Funküberwachung oder Handypeiler. Handyortung durch Polizeidienste. Und natürlich Zeugenbefragungen. Im grenznahen Bereich arbeiten wir eng mit den benachbarten RCC-Units zusammen. Sie sehen, wir haben zahlreiche Möglichkeiten, ein vermisstes Flugzeug zu lokalisieren. Nun, wie funktioniert das COSPAS-SASAT-Satellitenpeilsystem? Bei Punkt 1 sehen Sie den aktivierten Notsender. Das Signal wird idealerweise in wenigen Sekunden von einem der ca. 40 Satelliten, hier Punkt 2 markiert, empfangen und unmittelbar an die Bodenempfangsstation übermittelt. Diese leitet die Meldung an das für uns zuständige Mission Control Center weiter. Ist die Lokalisierung in Österreich bzw. im grenznahen Ausland oder ist eine österreichische Codierung im übermittelten Protokoll enthalten, bekommen wir vom Mission Control Center in Toulouse sofort eine relativ präzise Meldung. ILTs, PLBs bzw. EPIRBs für die Schifffahrt sind die effektivsten Tools, um im Notfall auf sich aufmerksam zu machen. So sieht jetzt eine Meldung aus, die vom Mission Control Center an das RCC Wien übermittelt wird. Wir sehen die Position mit Genauigkeitsangaben. Wir sehen zumeist auch das Kennzeichen bei Flugzeugen. Wir sehen die Codierung des ILT, hier HEX-ID. Wenn wir kein Kennzeichen erhalten oder es sich um einen PLB oder um ein EPIRB, Stichwort Schifffahrt, handelt, werden wir meistens in einer unserer Datenbanken fündig und können somit sofort den Notfallskontakt anrufen. Diese Meldungen haben mittlerweile eine sehr hohe Genauigkeit. Das Mission Control Center spricht von 1 bis 5 nautischen Meilen. Aus Erfahrung wissen wir jedoch, dass die Genauigkeit bei wenigen 100 Metern bis vielleicht 2 Kilometern im Umkreis liegt. Hier sehen Sie eine Peilgenauigkeit von ca. 800 Metern, Pfeil Pistenmitte, Wiener Neustadt West, das Flugzeug stand am südlichen Rand. Somit gilt, ein aktiviertes Beacon führt damit fast immer zu einer sehr guten Positionslösung. Weil wir im RCC immer wieder nach Registrierung PLB, ILD gefragt werden, möchte ich das Thema auch noch kurz ansprechen. Zuständig für die PLT-Registrierung, das wissen Sie sicher, ist die Austria Control. Zuständig für die PLB-Registrierung ist die Fernmeldebehörde. Sie finden auf der ACG-Homepage den entsprechenden Link. Genauso sehen Sie auf der Homepage des Fernmeldebüros den Link zur Registrierung von PLBs. Die Kosten für die Registrierung und für den Betrieb beider Systeme sind mittlerweile sehr überschaubar. Sollte sich an den Daten etwas ändern, kontaktieren Sie bitte wieder die entsprechenden Stellen. Wir müssen leider immer wieder feststellen, dass zum Beispiel falsche Notfallskontakte hinterlegt sind. Nur noch ein paar Zahlen. In Österreich sind ca. 2.100 406er ILTs in 1.600 Luftfahrzeugen verbaut.
1300 IPIRPs sind auf Schiffen registriert. Mittlerweile gibt es 420 PLPs in der Luftfahrt bzw. privat. Eine genaue Registrierung ist ein wichtiger Beitrag bei der Recherche. Auf dieser Folie sehen Sie zwei Beispiele, die die Notwendigkeit der Einrüstung von Notsendern oder das Mitführen von PLPs veranschaulichen. Im Bild links oben sehen Sie rot markiert die Unfallstelle. Hier sehen Sie mit der gelben Markierung schon einen Teil des Hecks des Flugzeugs herausragen. Und wenn Sie das letzte Bild sehen, das Flugzeug wäre wohl ohne Notsender nie gefunden worden. Oder hier Bilder von einem Unfall mit einem Flugzeug im hochalpinen Gelände. Das Luftfahrzeug war bei der Auffindung fast vollständig eingeschneit. Nur durch Beilung des installierten ILDs konnte das Flugzeug lokalisiert und eine verletzte Person geborgen werden. Vielleicht noch ein paar Zahlen. In Österreich gibt es ca. 350 ILD-Ereignisse mit über 1000 Meldungen pro Jahr. Ca. 140 Mal werden Alarmstufen ausgelöst im ERCC und bei den Einsätzen werden in 10 bis 15 Fällen Flugzeuge verwendet. Eine Sichtsuche ohne ILD-Signal ist extrem schwierig und sehr, sehr aufwendig. Wir sprechen da quasi von der Nadel im Heuhaufen. Ich darf Ihnen noch ein paar Sicherheitsempfehlungen geben. Installieren Sie einen 406er ILD. Dieser löst, ohne Ihr Zutun, richtig installiert bei 2,5 bis 5 G aus. Falls Sie einen PLP verwenden möchten, beachten Sie, dass nur bestimmte PLPs für die Luftfahrt zugelassen sind. Halten Sie die hinterlegten Daten auf Stand. Das verkürzt wesentlich die Recherchen im ERCC. Fliegen Sie mit Flugplan und vergessen Sie nicht, diesen nach der Landung wieder zu schließen. Nutzen Sie das ACG Home Briefing und hinterlegen Sie eine Handynummer. Fliegen Sie, wie gemäß SERA vorgeschrieben, immer mit aktiviertem Transponder. Scheuen Sie sich nicht in einer Notlage an ACC oder an FIC eine Notmeldung abzugeben. Aktivierte Flammsysteme dienen nicht nur der Kollisionsvermeidung, sondern helfen auch bei einer allfällig notwendigen Flugwegrekonstruktion. Testen Sie Ihren ILD gemäß Herstellanweisung oder melden Sie den Test beim ERCC an. Wichtig: Sollten Sie bei einer Außenlandung oder gar im Falle einer Notlandung keinen Kontakt zu einer Rettungsstelle herstellen können, nutzen Sie die Notfrequenz 121,5. Ihre Meldung kommt in wenigen Minuten im ERCC an. Hier sehen Sie eine Sammlung gängiger Notsender. 97% der Notsenderauslösungen sind Fehlauslösungen. Auf der ACG Homepage finden Sie ein Merkblatt, um diese zu vermeiden. Ich darf mich abschließend für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und Ihnen ein herzliches Glück ab, gut Land bzw. Happy Landings wünschen. Wenn Sie noch Fragen haben, dürfen Sie gerne das ERCC unter 01 798 8380 kontaktieren. Wir stehen Ihnen rund um die Uhr zur Verfügung. Auf Wiederhören!